Herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Jetzt spielen wir St. Martin mit einer klangvolleren Begleitung. Ladet euch die Noten herunter, druckt sie euch aus und wenn ihr wollt, kommt her an die Tasten. Die rechte Hand liegt mit dem zweiten Finger auf dem D. Jetzt H, D, G. Ich gehe mit dem Daumen aufs D. Spiele G, G, H. Nochmal, zweiter auf D, H, D, G. D, G, H. Dann gehe ich mit dem zweiten Finger zum H und spiele H, C, H, G, C. Mit dem kleinen Finger ein E und jetzt mit 1, 2, 4, G, H, D und G, H. Nochmal von vorne bis dahin, zweiter Finger auf D, H, D, G, D, D, G, H, zweiter Finger auf H, G, H, D, G, C. Fünfter Finger auf D. Ich komme zur zweiten Zeile, spiele E, A, C mit 1, 2, 4. C, jetzt E, A mit 1, 2 und das hohe D im fünften. Und jetzt den Akkord D, G, H mit 1, 2, 4. 1, 2. Mit 1, 2, 4 und die dritte Linie, E, G, A mit 1, 2, 3, fünfter, D, A, C, 1, 3, 5, ich bin jetzt beim Mantel, D, G, H, E, G, H und D, H. Oder 1, 2, 5. Ich spiele noch mal langsam die rechte Hand. Wechsel. Spielt die Noten in der rechten Hand ein paar Mal für euch durch. Wenn ihr soweit seid, spielt dann mit der linken Hand. Der Daumen liegt auf dem kleinen G. G, Fis, E, D. Ja, beachtet, vorne steht ein Kreuz. Der zweite Ton ist ein Fis auf der vierten Linie. Fis, E, D. Pause. G, Fis, E, D. Pause. Kleiner Finger liegt auf C, G, Fis, E, Pause, H, Pause, H, Pause, H, E. Nochmal die zweite Zeile, fünfter Finger auf C. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 2. Und die dritte Linie, der kleine Finger auf C. Bisschen strecken. A, E,
Hand von vorne, spielt mit, wenn ihr wollt. G. Gemacht, wenn ihr soweit seid, dann spielen wir jetzt beide Hände miteinander. Die rechte Hand beginnt mit einem Auftakt. Links das G und aufs D. Jetzt. Ich wechsle mit der rechten Hand, zweiter Finger auf H. Links das G. Links G. Links strecken auf H. Ich komme zur zweiten Zeile und spiele E, A, C und links C. Hallo, ich hoffe, meine kleine Spielhilfe hilft euch und ihr habt Freude beim Lied St. Martin. Ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.